Da gibt es bis heute in der Heldfamilie gibt es einen verschworenen Clan, die am 1. Mai an Wolfgangs Geburtstag sich treffen und sagen, er war unser Heilsbringer. Also es ist zum Kotzen. Aber es gibt Leute in ganz genauen, der sehr viel Distanz hat, der sagt, das Schlimme war, aber das muss man sagen können, ohne dass man als Täterschützer dasteht, der sagt, der war zunächst mal ein ganz liebevoller Zuhörer, der hat uns anderswo, es gab diese Sache mit dem Wichteln, also das war während der Weihnachtszeit, wurden kleine Geschenke innerhalb der Familien dann überreicht, anderswo wurden Schokoladen, Tannenbäume oder was auch immer gekauft, bei Held wurden Kerzen gezogen, Marmelade eingekocht. Der hat sich um die Seinen ganz offensichtlich auch gekümmert. Das Widerwärtige folgt, er hat sie skrupellos ausgebeutet, er hat sie gekauft, er hat sie zu einem Fabrikanten nach Heidelberg geschafft, wo sie dann auch noch Lustdiener sein mussten. Aber es sind janusköpfige Geschichten oft. Aber der sagt, und darauf will ich raus, der sagt mir, es wäre mir lieber gewesen, wenn das nicht passiert wäre. Aber besser als zu Hause war es allemal. Also, das heißt, besser als zu Hause. Das die sind ja zum Teil aus Elternhäusern gekommen, die so lieblos waren, so autoritär, also autoritär jetzt, wir schreiben nicht uns, aber also dumpf autoritär, Prügel und. Die haben gesagt, lieber dieser Mann, der mit uns Reisen unternimmt, der uns Küche beibringt, zum ersten Mal haben wir Kräuter erlebt und. Es wirklich, da leuchten dann die Augen bei allem Hass noch auf. Und dann gibt es Leute, die tief, tief verletzt bis heute sind von diesen Übergriffen. Es ist sicherlich auch eine unterschiedliche psychische Grunddisposition, aber es macht es natürlich nicht besser. Das, was da passiert ist, ist ein Verbrechen gewesen, ganz, ganz klar. Nur man muss es genau angucken und das finde ich, also dafür würde ich gerne heute Abend auch werben. Also es ist, auch wenn das nach unseren heutigen Maßstäben natürlich nicht mehr vorstellbar ist, aber ein Verhältnis einer 17-jährigen Schülerin mit einem 25-jährigen Lehrer ist etwas anderes als der Übergriff auf 13-, 14-, 15-jährige Knaben, die Systeme hatten. Wir sind dabei, weil Missbrauch so ein Wort ist, was also wirklich auch nicht ein Verbrechen ist, nur, sondern wirklich der Inbegriff des Bösen. Wir sind in einer hysterischen Debatte zum Teil und in einer hysterischen Praxis. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen. Als Gerold Becker starb, hat Hartmut von Hentig gesagt, was machen wir mit der großen Bibliothek? Gerold Becker hatte eine große pädagogische Bibliothek. Er hat gesagt, weil da eine Anfrage war, wir machen diese Bibliothek der Fachhochschule Ludwigsburg. Das wird eingelagert, wunderbar. 2 Monate später, großer Aufruhr. Also, die Bücher müssen weg. Aus Büchern, die einmal Becker gehört haben, darf bei uns kein Student mehr lesen. Ich meine, da werden Ansteckungsfantasien entwickelt, widerwärtigster Art. Ich finde, man muss genau hingucken. Und diese Hysterie, von der Tilman Jens gerade spricht, versuchen Sie mir ein bisschen zu helfen, damit ich versuchen kann zu verstehen, was geht da eigentlich in uns vor? Ich denke fast, in welchen Abgrund rührt das an uns, dass wir so hysterisch reagieren und so ängstlich reagieren, bis dahin, dass wir Angst haben, aus den Büchern von Gerold Becker springt der Virus uns entgegen. Also was ist da genau los, was geht da eigentlich vor sich? Also ich hätte ein gewisses Verständnis dafür, dass ich in einer pädagogischen Hochschule nicht, er hat ja über Ex Libris drin gehabt und nicht Bücher haben will, in denen der Name Gerold Becker steht. Stand war nicht. Bitte? War nicht Ex Libris drin. Ja, ja. Gut, okay. Achso, jedenfalls da. Gut. Aber die Frage war, was hat es mit dieser Hysterie, ist in Ihren Augen berechtigt, was da vor sich geht, oder rührt da was in unserem Unterbewussten an, wo wir eigentlich mal drüber nachdenken müssen? Was passiert da? Also zunächst einmal muss ich mich nochmal erinnern, was haben wir denn damals gewusst überhaupt über Pädophilie oder so, ist so etwas. Wir haben gar nichts gewusst. Wir konnten auch nicht etwas entdecken, von dem wir gar keinen Begriff hatten. Ich habe erst jetzt nach der Aufdeckung der ganzen Geschichte
im ganzen Ausmaß festgestellt, was überhaupt unter Menschen in diesem Bereich möglich ist, an Missbrauch von Kindern und Jugendlichen. Also jetzt nicht nur im Falle von Gerold Becker, sondern insgesamt. Das war uns allen unbekannt. Und auch als im Jahr 98 die Frankfurter Rundschau das zum ersten Mal an das Tageslicht brachte, waren wir alle, wussten nicht, was dahinter steckte. Wir konnten damit nichts anfangen. Meine Theorie ist, die Zeit war noch nicht gekommen, wo diese Dinge sozusagen in der Welt akzeptiert werden konnten. Herr Bub, ergänzend nur, es ist nicht nur die Zeit war noch nicht gekommen. Wenn Sie sich angucken, ich habe mich damit jetzt sehr beschäftigt, zwangsläufig, die Forschungsliteratur, also auch über das posttraumatische Belastungssyndrom, diesen Begriff hat man erst seit 20 Jahren. Ja. Die ganzen großen Studien aus Amerika gibt es erst seit 1990, 1995. Das macht es nicht besser. Nur man muss es eben gut ein Stück erklären. Moment, aber was erklärt, wie komme ich denn dann, wenn wir jetzt feststellen müssen, Sie haben erst vor 10 Jahren überhaupt kapiert, was passiert. Moment. Aber wie kommt es dann, dass wir in diesen 10 Jahren plötzlich und gerade jetzt im Jahre 2011 so hysterisch dann wieder damit umgehen? Na Gott sei Dank, das muss ja erstmal raus. Oder was ist los? Das muss ja erstmal raus. Moment. Ja. Also, dass wir aufgeregt damit umgehen, das verstehe ich. Wieso es jetzt gerade im Falle der Odenwaldschule zu so vielen Verleumdungen kam, die ja jetzt in diesem Buch auch beschrieben werden, das ist mir schwer erklärbar, vor allem, wieso das nicht besser gesteuert werden konnte. Also ich habe den Eindruck, dass zum Beispiel das Canisius-Kolleg da anders gehandelt hat, weil die offensichtlich Menschen gefunden haben von außerhalb, Juristen, die sehr klar zwischen Dichtung und Wahrheit versucht haben zu unterscheiden. Also was hier in den ganzen Berichten immer wieder erscheint, ist alles, was irgendein Schüler aus seiner ehemaligen Zeit berichtet hat, wurde ungeprüft als Wahrheit genommen. Das war, glaube ich, der Hauptfehler. Denn es ist natürlich so, dass in einer solchen Situation unglaublich viel an Gerüchten hochkommt, an auch kleinen sich Rache nehmen und dem eins auswischen und vielleicht auch sich selber wichtig machen. Und man da sehr genau unterscheiden muss, das weiß man ja in jedem Gerichtsprozess. Und Sie haben ja dieses eine Beispiel gezeigt, nicht mal mit der Erinnerung, wie das steht. Ich glaube, dass da meine Interpretation ist, da sehr unsorgfältig gearbeitet wurde. Kann man sagen, dass es zwar von der Schulleitung eine gut gemeinte, aber höchst dilettantische Form der Aufarbeitung war? Dilettantisch würde ich nur nicht sagen, aber es ist viel zu schnell. Und vor allen Dingen das, was der Grundsatz, der verletzt wurde, ist der Grundsatz des Audiatur et altera pars. Also ich muss auch die Beschuldigten hören. Und kann ich sagen, da wird schon irgendetwas dran sein. Weil natürlich, da gibt es Geschichten, die werden immer größer, es werden immer mehr, es ging also bis zu der These, also jeder zweite Lehrer hat irgendwie Missbrauch betrieben an der Odenwaldschule. Frau Kaufmann war sofort bei der Frankfurter Rundschau, Frau Kaufmann hat sofort alles an die Presse weitergeleitet, auch an die Staatsanwaltschaft.